Bricht heute das Kartenhaus US-Wirtschaft zusammen, denn heute stehen extrem wichtige Daten auf der Agenda, die zeigen könnten, dass die Wirtschaft der USA viel schwächer ist als eigentlich angenommen. Das wiederum könnte die Folge haben, dass die Renditen sinken und der Dollar fällt, weil man sich eben sagt, na, die Fed muss dann vielleicht irgendwann doch die Zinsen senken, wenn die Wirtschaft gar nicht so stark ist. Powell muss sein Mantra von der Bilanzreduzierung zurücknehmen, wenn die Wirtschaft doch viel schwächer ist als erwartet. Und warum ist diese Wirtschaft vielleicht viel schwächer? Das könnte heute aus den Zahlen hervorgehen. 14.30 Uhr vom BEA, Bureau of Economic Analysis. Und dieses BEA, das veröffentlicht alle 5 Jahre einmal eine Revision des BIPs der letzten Jahre. Und zwar geht es hier vom ersten Quartal 2005 bis zum ersten Quartal 2023. Könnte bedeuten, so sagte Morgan Stanley, dass vor allem dann auch das BIP des zweiten Quartals, dessen letzte Veröffentlichung wir heute bekommen, deutlich nach unten revidiert wird und vielleicht sogar zeigen könnte, dass die Wirtschaft der USA im zweiten Quartal geschrumpft ist. Das zumindest muss die Hoffnung der Bullen jetzt sein, denn das würde bedeuten, die Wirtschaft ist faktisch viel schwächer. Dadurch kann die Fed oder muss die Fed nicht mehr so stark auf die Bremse treten. Renditen würden fallen, Dollar würde fallen und fallende Renditen und fallender Dollar wäre dann gleichbedeutend mit steigenden Aktien. Warum dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass hier diese Abwärtsrevision kommt? Hier sehen wir mal den Vergleich GDP, also BIP und GDI, das ist das sogenannte Gross Domestic Income, also das ist alles, was letztendlich an ökonomischer Aktivität geleistet und bezahlt wird. Money earned goods von goods and services produced einer Nation, also das Geld, das verdient wird von einer ganzen Nation, und hier sehen wir, dass eben diese Dinge teilweise massiv auseinanderklaffen. Noch nie war diese Differenz zwischen GDP und GDI so groß wie jetzt. Theoretisch müssten die eigentlich absolut gleich sein. Jetzt ist es allerdings so, dass eben hier teilweise andere Daten herangezogen werden. Deswegen haben wir diese Abweichung. Aber es dürfte sich herausstellen, dass die Wirtschaft der USA viel schwächer ist, wie auch der Arbeitsmarkt faktisch wohl viel schwächer ist als von der US-Regierung angegeben. Hier sehen wir mal die Non-Farm Payrolls, ohnehin sehr schwierig mit dem Burst Death Model und so weiter und so fort, aber hier musste die US-Regierung oder das entsprechende Amt sagen oder zugeben oder revidieren. Jeden einzelnen Monat von Januar an hat man dann abwärts revidiert bis auf den August, klar, weil diese Zahlen kommen erst noch, die werden ja dann veröffentlicht noch, respektive die September-Zahlen kommen. However, jedenfalls dürfte auch der Arbeitsmarkt schwächer sein, wie wir an jeder Abwärtsrevision für jeden Monat in diesem Jahr gesehen haben. Und guckt man sich mal so die Umfragen an unter Amerikanern, dann ist so die Stimmung deutlich schlechter als die offizielle Lage. Hier sehen wir, dass derzeit nur 28% der Befragten zufrieden sind mit der Wirtschaft. Das ist auch der Grund, warum Biden hier wenig Credit hat, warum er zum Beispiel auch in Umfragen derzeit zumindest wahrscheinlich gegen Trump verlieren würde und warum etwa 2/3 selbst der Demokratenwähler sagen, Mensch, wir bräuchten einen anderen Kandidaten als Biden. Gestern übrigens gab es ja das zweite Duell der republikanischen Kandidaten. Trump war wieder nicht dabei, musste er offenkundig auch nicht. Denn der Abstand ist riesig. DeSantis liegt auf dem zweiten Platz. Haley, die Dame, die Sie hier rechts unten im Bild sehen, holt stark auf. Die hat hier am meisten Credit noch von dieser Diskussion bekommen. Ist vielleicht auch die vernünftigste, könnte man sagen, unter diesen teils schrägen Kandidaten. However, Trump ist noch unangefochten. Das könnte dann eine ziemlich interessante Zeit werden. Ich frage mich ja manchmal, wer ist irrer, Trump oder unser Grünen. Beide sind, glaube ich, ziemlich schräg, aber beide sind auf jeden Fall derzeit der Fall und damit müssen wir rechnen. So oder so, schauen wir uns die Wirtschaft an in den USA, dann sehen wir, die USA geben nun 44% hier aus des BIPs pro Jahr. Also das ist ein wahnsinniger Wert, der nur im Zweiten Weltkrieg erreicht wurde, als die Amerikaner ja massiv Kriegswirtschaft betrieben haben. Die Amerikaner haben ein Defizit von 6% pro Jahr. Und
das wird bedeuten, dass in 8 Jahren dieses Defizit die Hälfte des US-BIPs betragen wird. Also das ist unfassbar. 14 Milliarden Dollar Schulden pro Tag entstehen. Man muss immer mehr Schulden, Zinsschulden jetzt bezahlen. Das wird bedeuten, dass also die fiskalische Situation der USA immer schlechter wird. Das machen Republikaner wie Demokraten, aber die beiden Regierungen treibt es schon relativ bunt. Und hier sehen wir, dass letztendlich das auseinanderklafft, was nicht auseinanderklaffen sollte, nämlich die Schulden wachsen viel, viel schneller als die Wirtschaft. Und wenn du dann in einer so verschuldeten Situation die Zinsen so schnell anhebst, dann passiert ein Unfall. Hier rechts sehen wir die verschiedenen Unfälle, die immer am Ende eines Zinsanhebungszykluses stehen. Und diese ganze Situation könnte noch ein bisschen verschärft werden, wenn der Government Shutdown kommt. Gestern sind die US-Aktienmärkte vor Handelsschluss nochmal zwischenzeitlich sehr deutlich gestiegen, weil die Optimismus kam von Schumer und so weiter, dass dieser Government Shutdown vermieden werden kann. Aber jetzt sehen wir hier diesen Bericht, Last-Minute-Deal averting Government Shutdown is unlikely. Wir werden sehen, viel Zeit ist nicht mehr. Jedenfalls hätte die Fed dann keinerlei Daten, mit der sie die ökonomische und vor allem die inflationäre Lage beurteilen kann. Hier sehen wir dann das Resultat dieser späten Rallye bei den US-Indizes. Die haben es sogar ins Plus geschafft noch. Der Nasdaq dann mal eben 200 Punkte nach oben gegangen. Das, was wieder gestern stark war, Energie, und schwach wieder Utilities. Das Bild, das wir zuletzt sehen, Utilities leiden unter steigenden Renditen, weil das ja praktisch defensive Werte sind, die so als, wie könnte man sagen, die mit starken Dividenden eben praktisch schon eine Anleihenersatz sind. Aber Energie wieder sehr, sehr starke, das ist das große Problem. Das ist normalerweise nicht gut für die Märkte. Hier sehen wir mal die Heatmap. Wir sehen eine Amazon weiter im Minus. Wir sehen eine Google im Plus, eine Apple im Minus, merken wir uns. Eine Nvidia hat sich gut halten können, aber hier schreibt der Goldman Sachs, also die Hedgefonds, die teilweise sehr short waren, haben jetzt ein bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen in Sachen Shorts. Aber es fühlt sich nach wie vor so an, dass die 4200er Marke im S&P kommen könnte. Heading into drittes Quartal, AI isn't going to save it for mega cap tech. Also es reicht diese AI-Erzählung nicht mehr, diese KI-Erzählung offenkundig, um sozusagen den Nasdaq jetzt wirklich komplett zu retten, weil wir eben sehen, dass die Renditen gestiegen sind, dass der Dollar gestiegen ist, dass die Financial Conditions sich deutlich straffen, derzeit auch natürlich durch die steigenden Renditen. Das ist eigentlich das, was die Fed gut findet. Sie findet auch diese positiven Realzinsen derzeit gut, die den Aktienmärkten wehtun. Heute haben wir Aussagen von Jerome Powell, 22 Uhr deutscher Zeit. Conversation with the Chair, a teacher town hall meeting. Also der Jerome wird sich mit den Lehrern unterhalten, die können sich dann auch dazu schalten, Online-Fragen stellen, zipp und zapp, also ob er da überhaupt was dazu sagen wird zur Geldpolitik, nämlich das, was die Märkte interessiert, das muss man abwarten. Faktisch hat Paul und die Fed klar gemacht, wir werden die Zinsen oben halten, ob das passiert, muss man sehen, aber sie haben klar gemacht, dass sie die Bilanz reduzieren werden, und das tut den Märkten weh. Und vor allem in Sachen Zinsen problematisch der Ölpreisanstieg, da gestern ein wichtiges Niveau, da sind wir natürlich überkauft, aber wir sind massiv gestiegen jetzt im Ölpreis, obwohl wir Dollarstärke haben, obwohl wir steigende Renditen gesehen haben, und all das bringt natürlich Banken weiter unter Druck. Erstens die steigenden Renditen, das erhöht die Buchverluste, die man hat, weil man ja in Nullzinsphasen Anleihen gekauft hat. Gleichzeitig, wenn die Renditen steigen, steigen Hypothekenzinsen, ziehen Leute immer mehr Gelder von den Banken ab, weil die schlecht verzinst sind, geben es in US-Staatsanleihen, geben es in Geldmarktfonds, die deutlich besser verzinst sind. Und das sagt auch der Amerika-Chef der Deutschen Bank, der sagt, die werden unter Druck kommen. Da wird es echte Probleme geben, so sagt er in einem Interview. Denn auch die Bankenaufsicht hat strengere Kapitalanforderungen jetzt erlassen. Also die kommen von allen Seiten unter Druck, die Gelder gehen weg. Die sind teilweise engagiert in Commercial Real Estate, also in Gewerbeimmobilienkrediten, die unter Wasser sind. Hier sehen wir die Regional Banks, die sind jetzt fast wieder auf dem Tief, das wir im Rahmen der Bankenkrise gesehen haben. Aber jetzt geht's um was. Hier sehen wir den S&P mal auf Future-Basis. Wir sehen unten überverkauft. Wir haben wichtige Trendlinien jetzt zu verteidigen. Und dass das gestern mal nach oben
oben ging an dieser zentralen Marke, das ist nicht überraschend. Da dürfte es interessierte Kreise geben und gegeben haben, die gesagt haben, siehst du, Government Shutdown wird vielleicht doch vermieden. Der Government Shutdown, der eigentlich noch nicht mal eingepreist wurde, however. Wir haben jetzt noch die nächste Unterstützung bei 4200 Punkten. Wir haben eine sehr große Short Exposure von JP Morgan's Hedged Equity Fund. Die haben Put-Optionen, die am Freitag verfallen. Also die könnten wiederum interessiert sein, dass die Märkte weiter fallen. Wir sehen aber Bullish Percentage Index. Sehen wir positive Divergenzen aufgrund dieser Überverkauftheit beim Nasdaq. Wir sehen allerdings, dass immer weniger Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln. Hier eine wichtige Grafik, auf die institutionellen Player sehr stark achten. Wie viel Prozent der Aktien sind über ihrem 50-Tages-Durchschnitt? Und das sieht hier nicht so richtig gut aus. Also da ist durchaus Schaden angerichtet worden. Eben der Ausbruch des Dollars zum Beispiel, der ganz klar über seinen Abwärtstrend rausgebrochen ist. Nasdaq 100 in einer wichtigen Unterstützungszone stark überverkauft. Wir haben sehr stark negatives Gamma durch die Market Maker, durch die Dealer. Hier sehen wir mal 3 Milliarden, das ist eine Menge Holz. Die sind also short gegangen, mussten sich absichern, weil sie ja Optionen an den Mann bringen und hier sozusagen Risiken hedgen müssen. This is a no rules market. Wir sehen krasse Bewegungen, so wie gestern dieser Bounce nach oben krass war. So können wir auch krasse Bewegungen nach unten sehen. Hier nochmal diese Morgan Stanley Situation, oder Morgan Stanley sagt hier auch, ja, es könnten systematische Trading-Ansätze gezwungen sein, weitere 35 bis 40 Milliarden Dollar zu verkaufen an den Aktienmärkten. Die Saisonalität im S&P 500, glauben wir diesem Chart hier oben, könnte sich jetzt deutlich aufhellen. Anfang Oktober meistens keine so schlechte Zeit, bevor es dann Richtung Mitte Oktober nochmal nach unten geht. Wir sind ziemlich überverkauft, sowohl im S&P 500 als auch im Nasdaq. Und zwar so überverkauft wie seit einem Jahr nicht mehr, seit September 2022. Hier sehen wir mal die Aktien über ihrem 20-Tages-Durchschnitt. Das sind schon sehr, sehr tiefe Niveaus. Normalerweise dreht es dazu, mal wir eben jetzt diese Aufwärtstrendlinie zu verteidigen haben. Aber was, wenn nicht? Das ist die Frage, die man eben auch zulassen muss. Apple hat übrigens Probleme, gestern ja schwächer. Man kriegt die Konkurrenz durch Gesichtsbuch, durch Meta. Man verliert jetzt immer mehr Marktanteile in Japan an Googles Pixel Smartphone. Und einer der Punkte ist, Price is becoming an important factor. Wenn die Wirtschaft nicht mehr so gut läuft, dann wird der Preis immer wichtiger für die Konsumenten. Und Apple-Geräte sind bekanntlich ja nicht der billigsten einer. Das ist das, was die Märkte jetzt hoffen. Na gut, wir haben einen schlechten September. Das ist so richtig Wall Street Mainstream Talk. Aber dann sehen wir im vierten Quartal ja eine wunderbare Rallye. Aber guckst du S&P 500 und Realzinsen, also die Real Yields, da klafft was auseinander und entweder müssen die Realzinsen jetzt wieder in Richtung negativ marschieren oder die Aktienmärkte müssen runter. Da gibt es eigentlich nur zwei Alternativen. Runter heißt auch, oder ist auch das, was den Evergrande-Aktien passiert ist, die heute vom Handel ausgesetzt wurden. Gestern ja bekannt geworden, dass der Evergrande-Gründer, der Sohn eines Holzfällers, der ist unter Polizeiarrest gestellt worden. Jetzt alle Aktien von Evergrande-Sparten, und da gibt es eine ganze Menge, vom Handel ausgesetzt. Man sieht, wie krass hier Peking versucht, den Yuan zu stützen. Wir haben jetzt eine Abweichung des Fixings vom Offshore-Markt von 1426 Pips. Also man versucht mit allen Mitteln, den Yuan zu stützen. Wir haben heute wichtige Daten dann schon teilweise bekommen aus den einzelnen Bundesländern. Zur deutschen Inflation. Wir sehen hier schon die Nordrhein-Westfalen-Zahlen, die als wegweisend gelten dann für die gesamte deutsche Statistik. Hier sehen wir, die sind niedriger ausgefallen als erwartet. Da sind bestimmte Effekte auch eben jetzt rausgefallen. Aber der nächste inflationäre Schub kommt durch die Gastronomieanhebung der Mehrwertsteuer dort, durch die Lkw-Mautanhebung. Das wird inflationär. Dann haben wir die Preis-Lohn-Spirale, die Lohnforderungen und so weiter. Also keine Entwarnung. 14 Uhr bekommen wir hier die Daten. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Korrektur, dann Jahresendrallye an den Aktienmärkten. Goldman Sachs, tiefere Verluste in einem Markt ohne Regeln sind möglich. Hochspannend, was die Goldmänner sagen. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Die Chinesen
die ich gerade angesprochen habe, die kaufen Gold ohne Ende, während die Deutschen weniger Gold derzeit kaufen, kaufen die Chinesen Gold. Warum? Weil sie aus dem Yuan raus wollen. Das ist eine Form von Kapitalflucht. Auch das hochinteressant. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Heute Abend der Markeflüster, morgen Video aus Brick und Markeflüster. Montag und Dienstag bin ich nicht da. Dienstag ist ja Deutsche Einheit, Feiertag hier in Deutschland. Montag genehmige ich mir einen Brückentag. Also heute Abend und morgen noch Videos. Montag und Dienstag nicht. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.